Hallo und willkommen zu Rainbow Six Siege. Wir sind hier gerade im Training, Situationsmodus. Und ja, das Leben mache ich heute erstmal, damit ihr wisst, wie das Spiel überhaupt ist. Also, gucken wir mal um die Seite. So. Bam! Nachladen, während man schon dabei ist. Jetzt müssten wir reinkommen. Hallo. Das tut einem ja wirklich so in echt die Augen weh. So, ist da drinne jemand? Ja. Okay, ich glaube, da niemand auf mich schießt, ist da drinnen niemand mehr. So. Okay, noch fünf Feinde. Okay, dieser Raum ist gesichert. Da kann ich nicht durch. Und der führt nur wieder zu dem. Führt er wieder zu dem Gang? Ja, der führt wieder nur zu dem Gang. Das heißt, dort oben könnten noch welche sein. Der Ort sieht ein bisschen schwieriger aus. Der ist eine Treppe. Okay, dieser Raum ist gesichert. Drei. Upp. Ich glaube, die wissen, wo ich bin. So. Und das haben wir erledigt. Kleiner Tipp, meine Situation wird ab zu drei Leuten kommen sie rein. Das ist jetzt bestätigt. Evakuierung. Sobald du den Perimeter durchbrichst, musst du einen heftigen dynamischen Angriff ausführen, um die Geisel aus einem verbarrikadierten Haus zu befreien. Setze Sprengladungen ein, um schnell in das Gebäude einzudringen. Die Unversehrtheit der Geisel hat oberste Priorität. Sprengladungen gewähren dir einen kurzen taktischen Vorteil, um Feinde zu neutralisieren und die Geisel zu übernehmen. Gib der Geisel auf dem Weg zum Evakuierungspunkt Deckung und eliminiere jegliche Feinde. Viel Glück. Und somit haben wir den neuen Fall. Schnell rein und schnell wieder raus ist hier anscheinend. Man kann ja durch die Dinger durchgucken. Da drin ist höchstwahrscheinlich einer. Ich will gar nicht erst so tun, als ob da keiner hin drin wäre. Wieso sollte ich eigentlich Sprengladung benutzen, wenn ich erstmal das machen kann? Die Mission ist schwer, weil. Genau deswegen.
Oh mein Gott, da hinten ist jemand. Ist er tot? Ja, ich glaube, er ist tot. So, dann lass mich mal nachdenken. Vorne ist einer drinne. Ich nehme mal an, wir gehen einfach. Wir nehmen einfach den Seiteneingang, weil ich nehme mal nicht an, dass hier so viele Leute sind. Ich nehme es an. Die rechnen ganz klar nicht damit, dass ich hier bin. Meine Frage ist, muss ich nach. Ich nehme an, ich muss nach oben. Okay, keine gute Idee, jetzt nochmal da lang zu gehen. Das heißt, ich gehe nochmal raus und jetzt gehe ich zum Haupteingang, jetzt wo ich mich nichts mehr überraschen kann. Ist da oben noch jemand? Ich sehe niemanden. Okay, da oben ist jemand, da oben ist jemand. Naja, ich habe zumindest jemanden da hinten gesehen. Ist er tot? Nein. Okay. Okay. Los, 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 los. Ah. Okay. Das hat nicht so geklappt. Wir sehen uns dann, wenn ich wieder bei der Geisel bin. So, ich habe die Geisel gerettet, aber alles ist verloren gegangen, also ihr werdet es nicht sehen. Also machen wir mit der Bombenentschärfung weiter, weil ich keine Lust habe, nochmal diese Geisel zu retten. Und ich habe so eine Idee, wie wir das machen. Wir könnten durch den Haupteingang durchgehen. Das ist niemals eine gute Idee. Außer wenn keiner da ist, was fast nie so ist. Obwohl, ja, technisch gesehen. Okay, da drin sind garantiert Leute. Also ich bin mir hundertprozentig sicher. Würdest du vielleicht mal da bleiben? So. Hallo. Ich glaube, den habe ich. Okay. Munition auffüllen. Das ist sehr nützlich, übrigens. Okay. Ich platziere den Entschärfer. Hier. Hallo. Dreißig Sekunden. Ha. Dann wir sehen.
Ja, nicht so, als hätte ich irgendetwas anderes zu tun im Moment. Ich habe nur zwei erschossen, also hier muss irgendwo noch ein dritter sein. Hi. So, das müssten jetzt alle gewesen sein. Ja. Dann platziere ich den diesmal direkt vor denen. So, hoffe, dass durch diese Wand keine Wunde durchkommt. Nein. So. Ah, geschafft. Oh. Das wäre, wenn man etwas, was eigentlich im Team ist, alleine machen soll. Dann, und jetzt kommen wir zum letzten Situation für heute. Ich habe keine Ahnung. Ah, Flugzeug. Und der öffentliche Charakter eines Angriffs gegen zufällige Opfer reizen Organisationen, die sich einen Namen machen möchten. Bei einem Erfolg kann so ein Angriff ihre Sache bekannt machen und die Mitgliederrekrutierung steigern. Bei Angriffen auf Verkehrsmittel gibt es sehr wenig Deckung und kaum Fluchtwege. Der FBI SWAT Operator Ash wird in dieser Situation eingesetzt. Mit ihren Durchbruchsgeschossen kannst du aggressiv Schusslinien unter Kontrolle bringen. So. Ich will gar nicht erst so tun, als würde ich dieses Durchbruchsgeschoss für irgendwas anwenden, da ich keine Ahnung habe wie. Also werde ich einfach reingehen und das machen, was ich am besten kann. Schießen. Hallo, ist jemand? Zehn Leute, wow. Für ein leeres Flugzeug. Hoffentlich versteckt sich niemand hinter den Sitzen, weil dann kann ich dich nicht sehen. Ich nehme mal an, im Cockpit werde ich auf jeden Fall Leute finden. Okay, der wäre auch weg. Da kommt einer. Ja. Okay, gehen wir schnell hoch. Nur einer im Cockpit, Cockpit, okay. Hier wird keiner sein, das zählt nicht mehr zum Flugzeug, das ist Außenraum.
Hier ist höchstwahrscheinlich jemand. Das ist nämlich nicht gerade der unoffensichtlichste Ort für Leute. Okay. Wenn hier keiner ist, dann frage ich mich, wieso die nicht hier sind. Niemand da, vielleicht unten. Hier müsste jemand eigentlich sein, aber gut. Dann halt nur Leuchtstäbchen. Ich nehme mal an, dass. Ups, ich nehme an, das ist ja, wo ich angefangen habe. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal in den unteren Teil. So, nein. Nicht schreien. Nein, da kann ich nicht durch. Niemand hier. Dieses Surren im Ohr. Okay, drei Leute. Laut Tom Clancy-Regeln müssen jetzt alle auf mich zukommen. Ja, es kommen alle auf mich zu. Gegner neutralisiert, Eigenangriff erfolgreich. Und so säubert man ein Flugzeug. Und das war's auch für heute. Hier könnt ihr nochmal diesen Doppel-Dreifach-Kill sehen. Und ja. Das war eine kleine Übersicht von Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Das Spiel mit dem extrem langen Namen, aber nicht das längste der Serie. Und ja, das wird das letzte sein, was wir dann machen. Nächstes Mal werden wir uns vielleicht an den Multiplayer ranwagen. Vielleicht. Vielleicht machen wir auch mal noch. Oder vielleicht mache ich beides so ein bisschen in einzelnen Folgen. Aber das war's von dem Spiel erstmal. Es gibt so gesehen noch bis 10, also noch 6 weitere, die wir machen können. Der nächste wäre Volltreffer. Achte auf den Bomber und evakuiere die Geisel. Es ist so eine Art Doppelnummer. Aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.